Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Ich habe in der Zwischenzeit die neue Rakete gebaut, jetzt für die neue Mission, weil ich habe mir gedacht, wir probieren mal eine Zeit lang aus, dass ich die Mission baue und wir die nur noch fliegen. Das spart ein bisschen Zeit und beim Bauen tue ich auch relativ wenig reden, bedeutet es wäre wahrscheinlich relativ uninteressant. Wer es anders haben will, schreibt es bitte in die Kommentare. So kann ich halt in Ruhe auch wirklich bauen und währenddessen designen, das kann auch immer dauern. Ihr seht schon, wir haben hier oben eine Crew-Kapsel drauf. Wir haben hier ein kleines Team dabei mit Techniker, Wissenschaftler und Pilot. Bedeutet, wir können auch Bodenforschung nochmal kurz nehmen vielleicht. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken. 3, 2, 1, Liftoff. Die Dinger sind massiv einfach, das ist so brutal. Ich habe die Booster ein bisschen höher gescaled von der Größe her und viel Eigenbau hier draus gemacht. Es hat auch zwischendurch mal ganz schön geleckt beim Bauen. Keine Ahnung wieso, aber da hat das Spiel mal sich so gedacht, so nope, please not. Das ist natürlich dann immer ganz unpraktisch, aber hey, es geht wieder eine Runde zu Minmus. Und dann tun wir uns jetzt gleich connecten, schauen, dass die Systeme klappen, dann docken wir uns ab, fliegen wieder zurück und landen mit unseren Körbeln wieder auf Körben. Das ist doch dann sozusagen alles nach Plan laufend, könnte man sagen. Die nächste Mission, große Mission gerade sozusagen. Warum auch immer der hier dunkler ist, ich weiß es nicht. Schaut aber auch irgendwie cool aus. Ist wahrscheinlich einfach gerade ein Grafikbug. So, jetzt können wir langsam weiter turnen. Das sollte auf jeden Fall funktionieren. Und da, wir sind schon bei 7000. Das könnte nach einem Mission Failure ausschauen. Guck. Entkoppeln. Mission Failure. Kacke, das war nicht der Plan. Tschüss, Rakete. Ja, okay, das tun wir uns nicht an. Wir machen nochmal zurücksetzen auf Start. Das dauert sonst lang. Mann! Ich wusste, dass ich zu stark kipp am Ende. Ich wusste es. Ich habe irgendwann gemerkt, ich konnte nicht mehr zurücksteuern und dann war adieu. Vorteil war dadurch, dass wir uns gekippt haben, konnten wir die Booster abnehmen. Die haben sich dann wieder gerade gekriegt, sind weitergeflogen und wir haben uns aus der kippenden Rakete einfach rausgeklingt. Wir hätten eigentlich einen Escape Tower bräuchten wir auf der Rakete, aber ja, Escape Tower sind für Anfänger. So. Neuer Versuch, neues Glück. Können gleich hier mal oben das Ding ausmachen. Wir stellen dich auf die Hälfte des Schubs. Und es gibt erstmal einen lauten Knall und die Rakete startet wieder in Lüfte. So, jetzt 30 Meter pro Sekunde gleich drauf. Da ist unser Pool, da haben sie vorhin noch drin gechillt, bevor sie losgeflogen sind. So. Jetzt können wir langsam schon die ersten paar Prozente anneigen. Weil nachher wird es uns alles zu schnell und wenn wir zu hohe Geschwindigkeit haben und uns drehen und dann der Druck zu seitlich kommt, dann drehen wir uns halt im Kreis. Das ist auch nicht unbedingt das Ziel, das wir haben, aber ja. Und auch hier ein bisschen probieren und gucken. Wir gehen jetzt relativ früh schon ein bisschen flacher. Ich probiere mal. Versuchen wir jetzt ein bisschen mit neuen Flugvarianten. Ich
schaut es hier aus mit MS 1.8? Ja, schaut ganz gut aus. Gehen jetzt ein bisschen früher in den seitlichen Flug. Das ist auch, ich würde mal sagen, nicht ganz undoof wahrscheinlich. Jetzt langsam mit dem Hauptantrieb ein bisschen mehr Treibstoff auch dazu. Wie schaut es mit unserem Orbit aus hier? Ja, 13.000, also nicht so wirklich weit vor uns das Ganze. Aber wir sind auf einem guten Weg, dass der steigt. Er ist 7 Kilometer vor uns, 8 Kilometer vor uns. Schaut doch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn wir die Kappeln haben, wir dann nur noch einen 1,3er Schub aktuell. Ist aber auch voll okay. Solange wir ein bisschen Geschwindigkeit zunehmen, würde ich sagen, ist die Rakete vollkommen im Plan noch. Kappeln. Und somit sind schon mal die Booster weg. Wir haben jetzt, 2,22 sogar einen Schub. Rakete stabil. Es könnte jetzt heiß werden, Jungs. Wir turnen mal ein bisschen hier down. Wir steigen eh ganz gut. Wir sind 20 Kilometer vor uns mit dem Apoapsis. Sehr praktisch. Wir sind eh in der oberen Atmosphärenschicht auch schon. Oder werden wir noch flacher ein bisschen? Hier durch die dünne Atmosphäre schießen wir sie durch. Gehen nochmal wieder ein bisschen mehr Schub hier. Schauen, dass wir das Ding gut in den Orbit kriegen. Schön flach. Steigen wir dann auch noch ganz langsam und hier steigen wir relativ flott. Was es später für uns einfacher macht, den Orbit abzurunden. Das ist auch die letzte Aufgabe dieses Boosters. Er schiebt jetzt so lange an, bis wir entweder beim Periapsis schon sehr, sehr nah an der Oberfläche sind oder er leer ist. Aber er hat noch 1000 Meter pro Sekunde, also glaube ich, dass es gut hinkriegt. Das ist ein guter Booster. Ist auch ein bisschen overpowered, die Rakete wieder, aber lieber overpowered als underpowered, würde ich sagen. Und der 20er Apoapsis haben wir schon. Somit cutten wir jetzt hier den Booster. Oh, hä? Da war eine Fehlzündung. Das war nicht der Plan. Das war absolut nicht der Plan, dass das hier oben geöffnet wird. Das sollte bis zum Minus noch zubleiben eigentlich. Aber okay. Sogar noch in der. Warum war das da drin? Da war irgendwie ein Fairing. Fehler. Was haben die denn jetzt da hinten gerade? Heute haben sie irgendwie so den Anfall, dass wenn ich aufnehmen müssen, sie meckern. Die sitzen gerade beim Wasser und diskutieren irgendwas. Komisch. Dann spulen wir mal vor. 17 Minuten. Wir durchqueren den Strahlungsgürtel. Da sind wir erstmal wirklich auf der Dark Side.
Wir haben eh viel Strom dabei jetzt, bedeutet wir halten eh lange aus. Wasser ist niedrig, aber den können wir umpumpen rein theoretisch. Wie lange sollte denn das Wasser halten? Können wir mal nachschauen. Was ist bei 5%, aber hält noch 200 Tage? Ich habe so viel Wasser da reingepumpt eigentlich, das ist eh... Der Wassertank ist, den ich unten drin verbaut habe, ist ja eh für dann die Wasserextraktion da, damit wir genug Puffer haben einfach. Das ist das Ziel denn da. Müsst ihr jetzt diskutieren? Das sind schon wieder geile Hyopies. Tun jetzt rum, diskutieren wir sonst noch was. Wir aktivieren den Booster. Ich sehe den Booster nicht mal. Wo ist die Rakete? Da ist Back. Dann circularisen wir erstmal den Orbit bei uns. Der geht relativ langsam hoch mit einem 1-0er, aber... Es wird schon passen. Ich will bloß von jeder Position aus relativ die gleiche Höhe haben, dann zum Losschießen, wenn wir zum Windmast müssen. Wir haben hier oben immer noch, auch überall noch genug Treibstoff auf jeden Fall drin. Das ist so die Landing Stage und das ist die Homecoming Stage dann sozusagen. So kann man das nennen. Gut, wir sind wieder im Orbit. Und machen jetzt unseren Transfer zum Minmus. Wieder Ziel setzen natürlich. Da sind wir natürlich wieder am besten dran, wenn es sich irgendwie ausgeht. Wie schaut das von der Flugbahn aus? Ja, ganz in Ordnung. Plan einrichten. Schubzeit ist 1 Minute, 30 Minuten, bis wir an dem Punkt sind. Ist perfekt. Wir müssen einmal einfach außen rum um den Planeten. Alter, die Vögel im Hintergrund. Die sind heute schon wieder gut drauf, du. Die sind schon wieder richtig gut drauf. Das Gute ist natürlich, wenn die Base funktioniert, dann können wir da... Oder wenn es mit der Water Extraction auch gut klappt, dann haben wir wirklich gute Chancen für die Zukunft. Wir haben ja auch vier große Solarpaneele jetzt da drauf. Die sollten eigentlich auch helfen. Ich habe jetzt auch keinen Radiator mal drauf gebaut. Weil ich denke, so viel beim Wasser sollte das nicht so die große Sache jetzt sein. Wenn man mal keinen Radiator drauf packt. Aber ja, das werden wir dann sehen. In ein paar Minütchen. Genug MS haben wir auf jeden Fall für das Office Homecoming. Das wird das Wichtigste, dass wir da halt wirklich gut dabei sind. Mit dem manövern wir uns dann zurecht. Der landet uns. Und hoffentlich diesmal auch gut. Und dann müssen wir schauen, dass wir halt in die Nähe von dem... Ja, schon wieder Mini-Satellit wieder. So, Vollschub. So. Während wir mit der Rakete fliegen, kann ich die Solarmodule mal auspacken. Für den Transfer. Weil der dauert eh ein bisschen länger hier, der ganze Flug. Aber man sieht schon hier, das ist jetzt, also ich kann euch mal kurz zeigen. Wir haben hier einen Roboter dran für automatische Steuerung der Stage. Wir haben hier einen Koppler. Und also hier irgendwo zum Andocken. Hier ist einer, wo man andocken kann. Vier Solarpaneele, vier Beine, zwei Bohrer sind verbaut. Und das ist unsere Homecoming Stage da oben. Die habe ich von einer meiner Raketen geklaut, von der Cantaras, glaube ich, die ich gebaut habe, zwischen den Folgen mal, um die Man Station, die Crew auszutauschen. Ist ein sehr praktisches kleines Raumschiff. Leider hängt jetzt einer an der Man Station fest, weil irgendwie durch einen Bug ich nicht mehr abdocken kann. Das ist ganz, ganz weird. Ja, und wie gesagt, das ist ein Stromtank jetzt oben. Da ist oben ist ein Wassertank mit 1600 Wasser drin. Hat keinen Strom mehr. Ja, das ist, wurscht, egal. So,
50, 40, 30, 20. So, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Zack. Fertig. Jetzt sollten wir... No, haben wir nicht. What? Wir entfernen uns sogar eher. Was ist denn jetzt passiert? Da müssen wir ein bisschen Backschub geben. Hätte vielleicht auf die Karte achten sollen, ne? Wäre vielleicht schlauer gewesen. In dem Fall. Ja, ihr müsst endlich nicht meckern jetzt die ganze Zeit. Ich weiß, dass das eine blöde Idee war. Ja? Die Vögel wieder. Perfekt, so wollen wir das. Schön eng und tight. Leute, stopp, 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 stopp. Was ist das denn jetzt schon wieder? Das verstehe ich nicht. Hä? Warum ist jetzt das so passiert? Das ist mal eine ganz blöde Frage. Warum passiert das immer wieder? Ich check's nicht. Das ergibt doch absolut... Warum? Wie lange dauert allein der Rückflug wieder? 9 Tage. Dafür fliegt einfach Minus einmal an uns vorbei. Das ist wieder so super toll. Was soll denn das? Das ist doch... Scheiße ist das... Was? Warum? Add Maneuver hier. Da plant man was, es passt und dann spult man vor und instant ist der Plan kaputt. Super. Close that. Also es gibt Sachen, die verstehe ich wahrscheinlich nie. Sowas wie das, aber... Ist ja auch ein Schwachsinn. Meine Güte. Jetzt muss ich wieder alles umplanen hier. Oh Gott. Noch mehr MS verschwenden für ein Manöver, was eigentlich hätte nicht sein müssen. Das Manöver ist sowas von unnötig. Jetzt wurde Auto verschwunden. Jetzt bricht mir das Auto. Also Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich spule vor und schaue, dass wir zu Minmus kommen. Und wir sehen uns dann im Orbit über Minmus, würde ich sagen. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.